Hey Leute, heute geht's mal um einen Magnetmotor. Ich glaube schon Einstein sagte, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber nicht so sicher. So, jetzt versuchen wir mal das Universum anzuzapfen. Wir haben hier einen Motor. Auf den Motor habe ich lauter Magnete geklebt. Die Magnete, die kann ich anziehen hier. Genau, die kann anziehen und ich kann sie abstoßen lassen. Zack. Genau, ich kann sie abstoßen lassen. Das hier sind alles Neodym-Magnete. Allerdings, ich schaffe es nicht hier, dass ich die Magnete abstoßen, dass ich ihn zum Laufen bringe. Ich bin hier unten rechts und ich schaffe es nicht. Ich kann auch einen Stecker in den Magnet nehmen. Es wackelt nur schöner hin und her, aber die wird eher gebremst. Ich schaffe es nicht. Ich habe auch ein weiteres Motor mal gebaut. Auch Magnetmotor. Eine Festplatte, die sich sehr leicht dreht. Die dreht sich echt sehr leicht. Auch hier überall Magnete. Genau, da stoßen die Magnete sich ab. Also, ups, die Schrauben zieht es natürlich an. Hier die Magnete kann ich damit abstoßen. Und die Schrauben anziehen. Jetzt, wenn ich den auf Magnet ausrichte. Ich meine, wenn ich ihn so drehe, läuft er schon eine Zeit lang. Okay. Dann, also der dreht sich leichter als der Lüftermotor. Dann tue ich mal den Magnet genau auf den Magneten ausrichten. So stößt er sich ab. Hier wird er zurückgedrängt. Jetzt drehe ich den. Das macht zack, zack, zack. Aber er hört auf zu drehen. Ich drehe ihn nach links. Er hört wieder auf zu drehen. Ich drehe ihn nach rechts. Er hört schneller auf zu drehen. Wieder nach links. Dreht viel länger. Das ist ein Anzeichen für freie Energie. Ich würde sagen, nein, ich denke, das liegt an der Lagerung. Nach links hier. Da läuft er ja noch länger als ohne Magnet. Und nach rechts. Da kommt er sehr schnell zum Stillstand. Auch wenn ich ihn sehr schnell anwerfe nach rechts, kommt er sehr schnell zum Stillstand. Und nach links dreht er länger. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht hat der Motor noch Freilaufdioden drin, die in eine bestimmte Richtung, obwohl es ergibt auch keinen Sinn. Oder die Lagerung ist so, dass die in eine Richtung mehr bremst. Nach links ist die bevorzugte Richtung, weil die Magnetköpfe so drauf waren auf der Festplatte. Aber auch das hier klappt nicht. Also die unendliche Energie aus dem Universum abzuziehen, schaffe ich nicht. Auch mit dem Stecker im Magnet nicht. Zieht es zwar hier an, ich denke, man kann es merken. Aber er bleibt stehen. Er läuft nicht. Genau dasselbe passiert bei dem Lüfter auch. Und auch hier. Da läuft nichts. Ich verlinke ein Video unten, wo jemand sich dann wohl gedacht hat, wenn wir das unendliche Universum nicht ausnutzen können, dann können wir vielleicht die unendliche Dummheit ausnutzen. Ich kann den Motor ja mit 6 Volt betreiben. Ich könnte jetzt hier unten so einen Riedmagnetschalter anbringen, einen Schalter, der einschaltet, weil ich mit dem Magneten in die Nähe komme, und wieder ausschaltet und der Magnet weg ist. Also schalte ich ein. Schauen wir mal, schalte ich ein. Genau, schalte ich ein. Und ich könnte dann auch wieder ausschalten, wenn ich den Magnet wegnehme. Aber so ein Riedschalter, ist schon cool. Wenn man in dem Video sieht, in dem verlinkten Video, nimmt er den Motor immer mit den Daumen hier. Und damit verdeckt er hier einen möglichen Riedschalter. Der kann den umdrehen. Den Riedschalter, wenn hier ein Riedschalter eingeklebt wäre, würde man nicht sehen. Der hat immer seinen Daumen drauf. Den kann ihn von unten zeigen.
Die kann ich von oben zeigen. Tja, man kann auch einen Magnet dran halten. Oder auch einen großen Magnet. Die vibriert etwas. Ja, der vibriert etwas durch die Magnete. Ja, der läuft. Dann der Motor, der hat richtig Power. Mal 12 Volt. Bei dem Motor habe ich den Läufer allerdings auch mal ausgetauscht. Da habe ich statt den Magnetband mal Neodym-Magnete verwendet. Ja. Also das Video, das unten verlinkt ist, ist eindeutig ein Fake. Ich kenne niemanden, der das hinbekommen hat, ohne Read- oder Magnetschalter oder so. Und ich denke halt auch, wenn man schon das Universum, die Nullpunktenergie des Universums nicht nutzen kann, dann könnte man ja die menschliche Dummheit nutzen und das den Menschen zeigen, von den Menschen Geld nehmen und mit diesem Geld Energie kaufen. Dann hat man auch freie Energie. Und wenn es stimmt, dass die menschliche Dummheit unbegrenzt ist, hätte man unbegrenzt freie Energie. Der zieht an. Ja, bis auf das. Ich kann auch weiter weggehen mit dem Magnet. Kann ihn anwerfen. Da passiert nichts. Der Magnet bremst durch die Wirbelströme höchstens den laufenden Magnet. Ups. Ja, und der Magnet ist wirklich sehr stark und der auch. Zack. Hier stoßen sie sich ab. Das sind echt sehr starke Neodym-Magnete. Der Magnet hier, da kann einer 1,3 Kilo heben. Und der hier ist noch um einiges stärker, der stammt aus der Festplatte. Okay,